Zack, für die, die durchkommen. Die müssen erstmal hier runter. Dürfen dann wieder hier hoch. Gehen dann natürlich automatisch wieder runter. Und hier nochmal lang. Das war jetzt dämlich, aber ist auch egal. Okay. Egal, 45 Mauern gab es nochmal ein Achievement, das wir auch natürlich gerne dann nehmen, wenn wir schon mal hier sind. So. Da geht es. So, der hier kann jetzt ja auch ganz gut mithelfen. Wird auch mit auf Level gehalten. Und ich meine, hey, wir reduzieren die Rüstung um 8, wenn wir hier sehen, wir haben eine Rüstung von 34. Davon gehen 8 pro Treffer runter, das geht natürlich recht schnell. Und wir kriegen noch ein Mana pro Treffer dazu. Zum Beispiel bei den Swarmlingen jetzt gerade sehr praktisch natürlich, dass wir den Kollegen haben. Denn da reichen 2 Traps natürlich nicht mal annähernd aus, um alle Swarmlinge zu besiegen. Da ist dann noch sehr praktisch, dass ein Turm eine gewisse Range hat, in der er einfach treffen kann. Wir haben 41 Waves, das heißt, ich sehe eigentlich gar nicht das Problem, dass wir diesen Level nicht schaffen könnten. Wir packen das ziemlich easy. Ja, nichtsdestotrotz schadet es natürlich nicht, auch ein bisschen aufzupassen, ob alles glatt läuft. Trotzdem, ein bisschen schneller können wir es machen, mal eben. Ein bisschen schneller, wir hatten die ganze Zeit schon beschleunigt, jetzt ist es ein bisschen schneller, okay. Ja, okay. Rastet aus, Leute, rastet einfach mal aus. Das ist natürlich schon krass, was hier gerade abgeht. Aber man sieht auch, wir schaffen den Level ziemlich entspannt. Da ist die Lastgeschwindigkeit auch so. Es schneit. Hey, es schneit mal wieder. Das freut mich natürlich. Ein bisschen Schnee schadet ja nicht. Ah. Ganz ehrlich. Ich spiele nochmal fürs Einfrieren. Auch mit. Zack, 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 zack. Und damit hat sich die Sache auch schon erledigt. Ja. Okay. 49.000 XP. 12 Shadow Cores. Zigzag Corridor. Wir haben 45 Mauern in einem Level gebaut. Wir bekommen ein Corner Fragment, das uns mehr Damage gegen Giants gibt. Sehr praktisch. Rarity 9, 2 Upgrade-Stufen. Und den Token für Feld M4. Der ist wieder gesprungen, der Token. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das bedeutet. Das bedeutet immer, dass da irgendetwas Interessantes, Besonderes ist, aber nicht immer Story tatsächlich, wie ich ursprünglich dachte. Achso, ich wollte ja sogar zum Talisman. Talisman. Ja, wir haben natürlich keinen Platz mehr, aber ich habe schon wieder vergessen, was wir hier hatten. Ja, Initial Mana nehme ich halt immer gerne. Ich kann halt nicht einschätzen, wiefern 13% des Wizard Levels als Initial EXP und Mana sinnvoller sind als mehr Damage gegen Giganten, aber da ich es nicht einschätzen kann und bisher alles ganz gut läuft, never change a running system. Also gehen wir das Risiko der Änderung nicht ein. Wir können hier auf Poolbound und oder Chainhit gehen. Ich glaube, wir machen mal Poolbound Chainhit Gems, damit auch die Community zufrieden ist. Ich spiele ja für euch. Natürlich auch, weil es mir Spaß macht, aber natürlich auch für euch. Das heißt, ich möchte natürlich auch ein bisschen auf die Community hören, deshalb, ihr habt ja schon gemerkt, heute, in Anführungsstrichen heute für mich heute, denn in dieser Aufnahme, für euch gestern und heute, oder vielleicht sind wir auch schon in der dritten Folge jetzt, von dieser Aufnahme, wir setzen ein bisschen mehr zwischendurch eben auf zweifarbige und das schadet natürlich auch nicht. Wir können hier mal, ja gut, wenn wir auf Duale setzen, dann müssten wir eh erstmal upgraden bis Level 24, glaube ich, damit es wieder was bringt. Das wir behalten ganz ehrlich einfach die Skillpoints. Das sind natürlich viele, ich weiß. Aber das schadet gerade nicht. Wenn wir natürlich irgendwann hier den Chain-Hit-Skill haben, dann werden wir den natürlich die ganze Zeit oben halten, wie ich mich kenne. Nichtsdestotrotz, mal sehen, was uns auf Feld M4 erwartet. 43 Waves, fängt mit 50 HP an. Und wir haben einiges an Optionen, was die Gems angeht. Das gefällt mir an sich auch schon mal sehr gut. Okay, wir kriegen das schon mal das Achievement dafür, dass wir über 1000 Initial Mana haben. Yay. Hier ist ein Sleeping Hive. Wenn wir ihn... Okay. Also wenn wir drauf schießen, dann wird er disturbed und dadurch kommen Spawnlinge. Ach, nicht Swarmlinge, sondern Spawnlinge. Okay, das sind die, die dann, ja, die nochmal kleinere, wahrscheinlich Swarmlinge spawnen. Das sparen wir uns für später auf. Das Ding, die können wir zerstören. Hier haben wir jede Menge Drop Holder jeder Form und noch einen Haste Beacon, den ich natürlich möglichst schnell zerstören möchte.
Hier kommen später Mobs raus, das heißt, hier muss ich auf jeden Fall zubauen, dass die hier alle hier oben rum müssen. Ich möchte, dass die sogar ganz hier oben rum müssen. Und die kommen von hier und hier und auch hier unten, das heißt, die sollen alle hier unten entlang. Fällt mir schon sehr gut. Wir müssen natürlich dann auch das Monsternest zerstören, weil die jetzt ja nicht hier oben herkommen, sondern nur hier unten kurz getroffen werden können. Aber wir machen das erstmal so. Und hier noch den Poolbound mit dazu. Nö. Gleich irgendwann den Poolbound mit dazu. Bringt natürlich gerade recht wenig mit der 200er Rüstung. Können wir drauf schießen, wie wir lustig sind. Aber der Haste Beacon ist schon mal zerstört. Das macht einiges aus. Warum wird die Musik jetzt so laut? Bei euch ist sie, glaube ich, leiser, aber ich habe die für mich einfach sehr laut. Vielleicht gar nicht so schlau gewesen, das so zu tun. Den möchte ich eigentlich ganz gerne erstmal upgraden. Old Spell einmal, damit wir hier auch vernünftig klarkommen. Oh. Freeze Spell, denn das ist übler, als ich erwartet habe. Gehen jetzt hin oder her. Die Bosse brauchten doch mehr, also mussten doch mehr Schüsse, oder konnten mehr Schüsse einstecken, als ich eingeplant hatte für sie. So, das Monster, das kriegen wir aber zerstört. Und daran, dass ich den Poolbound genommen habe, seht ihr auch schon, wir kriegen natürlich jetzt gleich einen Dual Jam, aber das hatte ich ja auch schon grob angekündigt. Erstmal möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, um hier die ganzen Möglichkeiten mitzunehmen, hier Dinge zu öffnen. Und erledigt. Dann sind wir mal ehrlich, wir können hier den einfach upgraden, wenn wir den schon umsonst bekommen haben. Wenn wir um Stufe 3 werfen wir natürlich auch nachher noch, wenn ich es nicht verpenne, ich kenne mich ja. Ihr kennt mich ja, wie auch immer. Die Chancen stehen recht gut, dass wir jetzt beide, nein, nicht wir beide, dass ich es verpenne. So. Ein Spectre, den holen wir uns. Ja, ach, ganz easy ist der weg. Kann man bitte öffnen, dankeschön. So, jetzt haben wir alle Dropholder schon mal geöffnet, abgesehen natürlich von dem Abandoned Dwelling. Das wir gleich noch zerstören. Einer Jambaum. Der Stufe 3. Ganz ehrlich, dieses Ding ist wunderschön. Es hat die Farben von so einem Eva. Für alle, die Evangelion gesehen haben, von dieses Eva. Eva 2 war der rote, ne? Eva 1 dann, ne? Nicht, dass ich mich jetzt komplett vertue. Ich glaube, Asuka hatte den roten. Also, Asuka hatte den roten. Ich glaube, das war Eva 2. Also, war das Eva 1? Der diese schönen Farben hatte. Okay, egal. Den zerstöre ich auf jeden Fall mal aufgrund seiner Schönheit. So. Dann upgraden wir hier nochmal bunt zurecht. Haben die jetzt auf der gleichen Stufe, können also auch das Upgrade jetzt hier machen. Ganz ehrlich, ich möchte mir das nochmal angucken. Sagen wir mal 300 bis 550 Schaden, 2,7er Chain Hits. Ja, wir machen mehr Schaden, das war ja auch zu erwarten. Range höher, mehr Schuss pro Sekunde, glaube ich auch. 2,45er Chain Hit Länge, ne, wir haben ja auch gleichzeitig upgraded, von daher nicht so weit runtergegangen. Und Poolbound, wir bekommen aber das 1,34-fache für die Damage. Ach, und für die Specials, das ist natürlich genial. Okay, der Poolbound boostet die Specials, das heißt, wir haben kaum Verluste, wenn wir einen zweifarbigen machen. Das heißt, mit einem Poolbound einen zweifarbigen herzustellen, ist ja ein Traum. Sogar für jemanden wie mich, der hier da ja, sehr, sehr speziell ist. Ich muss gleich einmal niesen. Vielleicht rede ich es aber auch gerade weg. Okay, es geht wieder. Scheint alles in Ordnung zu sein. So, wir brauchen Mana. Aber ganz ehrlich, der Level ist nicht so schwer an sich. Aber die Frage ist natürlich, was passiert? Wir können auch mit einem Gem draufschmeißen. Ja. Machen wir Armor Tearing. Das können wir doch jetzt am ehesten direkt dann auch gebrauchen. Ein bisschen Panik vor dem, was jetzt passieren wird. Das heißt, wir können jetzt aber so viele Swarmlinge da rausholen, wie wir wollen, oder was? Tatsächlich. Und das bringt uns was? 26,2 XP pro besiegtem. Also, gut, das sind halt Swarmlinge. Spawnlinge, Entschuldigung. Moment, Spawnlinge? Die sehen aus wie Swarmlinge und benehmen sich wie Swarmlinge. Ja, das wären die, die nochmal jemanden spawnen, wenn sie sterben, aber anscheinend nicht, ne? Einzelne Hitpoints, das ist ja nichts. Also mit dem werden wir jetzt halt locker fertig. Ich habe trotzdem Angst, wir müssen übertreiben, was dann passiert.
Ja, die werden schon mal stärker, das auf jeden Fall. Weil ja gerade echt diesen Gem, der einfach bis zu 3000 Damage machen kann. Weil wir einfach durch Poolbound 1,63-fachen Damage und Specials haben, weil wir den Pool einfach so hoch schon haben. Oha. Ja, wir haben eine Chainlit-Länge von 3,29. Ach krass, der Poolbound boostet ja wirklich noch die Specials, das ist so übel. Obwohl, das ist so übel. 900 Damage haben die Spawn-Länge inzwischen. Wir müssen also gleich auch mal wieder, Damage vor allem, sondern das Leben, wir müssen also gleich auch mal wieder aufhören, die rauszuholen, sonst haben wir nämlich bald ein Problem. Ja, da sieht man schon, jetzt wird schwieriger. Wir hören mal lieber auf, es hat Spaß gemacht, ein bisschen zumindest, aber jetzt wird es zu riskant, weiter zu fabrizieren hier. So, es wäre jetzt nämlich schon fast schief gegangen, also was heißt schief gegangen, es wären ein paar durchgekommen, es wäre natürlich kein Weltuntergang gewesen, aber was sich vermeiden lässt, möchte ich natürlich vermeiden. So, ihn lasse ich trotzdem mal hier oben stehen. Ich könnte natürlich einsetzen, um die Rüstung zu reduzieren, dafür würden die aber auch weniger Schaden wieder nehmen, dadurch, dass ich sie getroffen habe, die Gegner. Auf Dauer wird das, ja, das ist glaube ich eher ein Negativeffekt dann. Was wir aber machen können, ist, wir können ihn ja einsetzen, um hier mal die, den Giganten noch mehr Hitpoints zu geben und noch ein bisschen mehr drauf zu haben. Schadet nicht, wir kriegen dann ein bisschen mehr XP, ne? Es sind mehr Monster, also mehr Gegner. Ich glaube, wir nehmen mal wieder ein bisschen was mit hier. Battle Stats, da komme ich auch nie wirklich rein. Aber da steht da auch, wie viele von den Spawnlingen wir besucht haben, also wie viele wir beschworen haben. Lion Summoned, ja klar, aber das ist was anderes. Ne, leider nicht. Das heißt, sonst würde ich nämlich gerne gucken, wenn wir jetzt 499 hätten oder so, dann würde ich nochmal ein, zwei spawnen, einfach um zu gucken, ob wir dann Achievement bekommen, wenn wir nochmal mehr haben. So. Das ist aber gerade nicht der Fall, also wir können es nicht sehen, so. Von daher lasse ich das mal. Mal einmal nochmal gucken, dass wir ein paar XP abbekommen vielleicht. Ein bisschen, ne? Und dann machen wir noch ein bisschen schneller. Und nochmal wieder langsamer, denn wir können einmal auf Level 10 upgraden. Was der Oberhammer ist. Wir bekommen das 1,91-fache an Schaden von Specials. Haben eine 4,18er Chainhit-Länge. Einem Schaden von 5.399 als Max-Schaden. Und die Range von 9,2 spricht natürlich auch für sich. Ah, das ist schon nett. Okay, interessanter Ort für einen Shrine of Time. Aber leider lassen wir unseren Monster ja nicht hier oben rumlaufen, sonst wäre er nicht schlecht. Aber ich sehe es aber jetzt nicht an, hier die Mauer einzureißen und dann hinzustellen, damit die oben rumkommen. Damit wir dann einmal vielleicht diesen Shrine of Time einsetzen. Wir gehen in den Endurance Mode, weil wir doch recht viel XP schon bekommen haben und ich möchte gerne auch noch mehr mitnehmen. Ja, weil wir es einfach können, weil wir glaube ich gerade ganz gut aufgestellt sind. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das so bleiben wird, aber die Gegner haben 2700 Hitpoints, eigentlich mehr so, also um die 2000 rum, die normalen. Und wir machen halt mindestens so viel Schaden mit jedem Treffer. Und das heißt, wir können jetzt natürlich erstmal auch Mana vor allem. Ja doch klar, Mana anfarmen. Denn wenn wir neuen. Also wir wollen natürlich den Gem upgraden, wir könnten auch irgendwie was anderes machen, hier noch einen zweiten Gem oder sonst was einsetzen. Aber ich möchte lieber upgraden, das hat den Vorteil, wir erreichen jetzt gleich einen neuen Pool-Milestone. Und das gibt dem Ganzen nochmal mehr Damage. Wir haben 2100 Damage, jetzt haben wir 2200 Damage. So, und können jetzt dadurch auch das Upgrade leisten. Machen das also auch. 3600 bis 9598 Damage. 3 Schuss pro Sekunde, eine Chainlänge von 5,13. Ich kann einfach mal eben so 6 Gegner mit einem Schuss treffen, wenn ich ein bisschen Glück habe. Natürlich sind die Giganten jetzt recht übel. Mit, 700.000 Damage, alter Schwede. Kann man natürlich keinem erzählen. Das ist natürlich der Part, der jetzt nicht so allzu einfach sein wird. Aber irgendwann müssen wir ja auch drauf gehen. Bis dahin genieße ich einfach den Level hier. Ja, der wurde einfach instant, als er in Range kam, direkt zerstückelt. Das ist auch ein Traum. Also ich mag tatsächlich die Kombination, ich sehe das schon. Ne, Crit und Chain Hit ist nett, da werde ich auch definitiv nochmal mit arbeiten. Aber das, was wir hier haben, Poolbound und Chain Hit, ist eine Hammer-Kombination. Das macht mich echt ein bisschen, das tört mich schon ein bisschen an, ich gebe es zu. Ja, das ist echt cool. Ich feiere das tatsächlich sehr. Können wir den vielleicht mal zerstören? Hallo? Ne, ist nicht so. Okay. Ja, okay, den einen zumindest noch kaputt gekriegt.
Kostet jetzt natürlich einiges an Mana leider. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Was? Machen wir noch mal ein bisschen mehr Damage. Schadet doch auch nicht. Oder ist zwar nur Stufe 10. Aber auch der kann natürlich mit draufballern und hat ja auch durch Poolbound nochmal einen kleinen Vorteil. Also sprich, kann genau wie der andere, da ja auch die gleiche Kombination ist, nämlich ein White-Red-Gem, eigentlich ganz gut mithelfen jetzt schon. Trotzdem merkt man auch, für die Bosse reicht es einfach weiter nicht und wir werden jetzt gleich sterben. Was geht da denn ab? Oh mein Gott. Wenn der stirbt, kommt ein Beacon mit 2,4 Millionen Hitpoints. Ich weiß, später werde ich sagen, das ist nicht viel, aber zurzeit 2,4 Millionen Hitpoints. Das sind so viele, wie dieser Giant auch hat. Okay, das sind definitiv viele. Ach du Scheiße. Holy crap, ich bin absolut tot jetzt. Nichtsdestotrotz, der Level hat irgendwie gerade mega Bock gemacht und mich einfach nochmal ein bisschen auf den Geschmack der Dual Gems gebracht. Ich werde es natürlich jetzt nicht dauerhaft deswegen einsetzen, aber häufiger garantiert. Und ich sage, bis Orb, wir sind tot. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere XP leicht verbessert auf 200.389 XP. 54 Shadow Cores, das Achievement Prepared. Wir haben 1000 Initial Mana am Anfang gehabt, ein Skillpunkt für Come Out. Wir haben 15 Swarmlinge aus einem Sleeping Hive rausgeholt. Auch das Achievement Come Out statt Come Out. Für einen weiteren Skillpunkt, dafür, dass wir 150 Swarmlinge aus einem Sleeping Hive rausgeholt haben, ebenfalls ein Skillpunkt, wie gesagt, und ein Skillpunkt für Zap. Wir haben 4 Monster mit einem Chain-Hitting-Shot gekillt. Ach, scheiße. Wir bekommen das Inner Fragment, Stufe 9, mit extra Schaden auf Giganten. Ach, wieder ärgerlich, wie wir das einfügen können. Und, das finde ich eigentlich auch ganz nett, ein Inner Fragment, Stufe 12, 1% mehr XP, ja, und 0% Freeze Duration, ist beides ganz nett. Mal sehen, wie gut wir das upgraden können. 3 Stufen haben wir ja. Ein Token für Feld M3 und ein Stück Geschichte. Wir schreiben ein wenig Geschichte. Also wir haben tatsächlich eine unfassbare Menge an Swarmlingen. Hier steht nämlich der Swarmling und nicht Spawnlinge, keine Ahnung. In dem Sleeping Hive, die einfach nur darauf warten, erweckt zu werden. Das ist eine weitere dunkle Falle, ich nenne es jetzt einfach mal Falle, Fähigkeit, wie auch immer, der Vergessenen. Da können wir uns ganz sicher sein. Jetzt wissen wir also auch, was sie quasi die ganzen Tage gemacht hat, nachdem sie entkommen ist, letztendlich nachdem sie freigelassen wurde, gewissermaßen. Und bevor sie dann entsprechend eingefangen wurde von uns seinerzeit. Denn sie erschafft anscheinend eine Armee. Ist nicht weiter verwundert. Ich wäre mir zigtausend Monster auch. Spricht auch dafür, dass sie vielleicht eine Armee erschaffen könnte. Und das gab ein paar Level. Sehr, sehr schön. Wir sind Level 114. Gibt natürlich auch noch mal einiges wieder an Skillpoints, die wir brauchen können. Ja, extra Schaden gegen Giganten. Können wir leider knicken. Wie haben wir das denn? Wir haben doch hier irgendwo hier, genau. Plus 4% XP. Oder wir nehmen 4% XP und 4% Freeze Duration. So. Aber können wir die XP gegen irgendwas noch austauschen hier? Nein. Die XP werden zerstört. Adios. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hätte gerne noch hier irgendein... Wer ist das? Edge-Fragment, ja. Dass wir den mal langsam voll hätten. Aber naja. Skillpunkte haben wir auf jeden Fall genug. Was erwartet uns hier? Wollen wir hier denn überhaupt weitermachen? Ich würde eigentlich ganz gerne. Jetzt haben wir so einen Kompass, da könnten wir nochmal gucken. Das ist auch noch oben links. Sind das Mana-Shards oder ist das einfach nur Wasser? Wir schauen uns mal diesen Level hier an. Moment, zurück. Armor, Tearing, Mana, Leeching, Slowing, Poison. Ich glaube, ich gehe auf Slowing. Ist nur die Frage, was machen wir mit dem, was wir hier noch übrig haben? Der Damage ist immer gut. Outs. Jawohl, haben wir auch für Dual Gems schon mal wieder mehr Damage, falls es soweit kommt. Und machen mal den Kompass-Level hier. Was dieser Kompass bringt, werden wir irgendwann vielleicht noch erfahren oder eben niemals herausfinden, je nachdem. Hey nochmal Leute, Dankeschön fürs Ansehen des Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und gerne natürlich auch ein Abo, wenn ihr Bock habt.
Twitter findet ihr in der Beschreibung und wenn ihr Bock habt, euch die gesamte Playlist von diesem Let's Play anzuschauen, dann klickt einfach aufs Bild, da ist sie verlinkt, da kann gar nicht mehr viel schief gehen. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Euer Jules.